Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Craft the World mit meiner Wenigkeit, dem Darky, dem Priest, dem Darky Priest. Und ja, wir sind immer noch da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und unser nächster To-Do-Punkt wird im Prinzip sein, stelle die Unterkunft fertig, stell den Bau der Unterkunft fertig, indem du in der Mitte ein Totem aufstellst. Es wird Monster und böse Geister abschrecken. Ja, bla bla bla. Habe ich alles schon vorgelesen. Könnt ihr euch auch eben noch selber durchlesen oder einfach auf Pause drücken, wie ihr das wollt. So, jetzt muss ich das eben schauen. Hier muss ich noch ein paar Leitern hinsetzen. Bam, bam. Oh, Angriff. Angriff von Mischtkäfern. Hallo, Mischtkäfer hier. Ja. Also gut. Ja, meine Typen werkeln. Das ist schön. Stein müsste ich doch jetzt auch schon haben, oder? Fertigen, hier. Ach, ausrüsten. Ich wollte ausrüsten. Und zwar Helme. Der hat nämlich keinen Helm. Ja, und Waffe, der hat nämlich auch keine Keule. Weil hier oben seht ihr, wie ich es letztes Mal schon erklärt habe, aber ich erkläre es einfach nochmal. In 42 Minuten 54 Sekunden kommt hier eine größere Angreiferwelle. Und ja, sollte man besser gewappnet sein dafür. Frerin hat jetzt einen Helm, eine Keule, Helmkeule. Gut. Jetzt wollen wir mal herstellen wollen wir. Herstellen und halt, habe ich jetzt Steine? Na, immer noch keine Steine. Oh. Holt mal ein paar Steine, ihr Fallsäcke. Warum habe ich eigentlich keine Musik? So. Okay. Ach, da ist keine Musik. Okay. Ach, guck mal, was haben wir hier? Buch des Kriegers vergrößert den zugefügten Schaden durch Nahkampfwaffen bei Kämpfen auf Kurzdistanz. Ach, das ist schön. Ich hatte doch irgendwo einen Krieger. Das ist ein Müller. Das ist ein Krieger. Gut. Dann machen wir doch mal so. Hier Buch des Kriegers. Nutzen. Seht ihr? Und dann die Fähigkeit ein bisschen nach oben gegangen. Macht Sinn. So, jetzt bauen wir aber den hier ab. Das auch ab. Dann machen wir es nämlich anders. Dann mache ich hier noch einen Grasblock hin. Da könnte ich das im Prinzip als unterirdischen Eingang zum... nee, meine ich. Ich fange dann hier mein Haus an, so. Besser. Ja. Sonst ist, glaube ich, nie geschlossen. Und Häuser funktionieren nur, wenn sie geschlossen sind. Ja. Hier sind Schnecken und die Schnecken geben... Oh Gott! Aber was ist denn hier? Oh, guck mal. Mega Steinlager hier. Graben uns von unten rein und machen das von unten so, dass die Monster da nicht reinkommen. Oh, die können wir auch angreifen. Gibt alle Schleim. Heide! Heide! Ungott! Alter! Ist er gerade echt Alter gesagt? So. Schön. Oh, oh. Irgendjemand greift an. Oder? 40 Minuten? Nee, da ist nix. Hä? Was haben sie denn? Back! Geht er denn hin? So, der baut hier weiter schön. Und ihr seht auch, hier gibt es zum Beispiel, also
eine zweite Ebene von dem ganzen Zeug. Dann mache ich hier einfach so eine Treppe rein, dass die ein bisschen leichter hier rüber können. Sehr kluges Mensch. Kommen hier schon Monster? Nee, da kommen keine Monster. Aufgabe erfüllt. Sammle Steine. Das ist schön. Gut. Dann kann ich hier auf jeden Fall mal fertigen. Jetzt habe ich 8 Steine. Siehst du mal. Und jetzt bauen wir nämlich... Nämlich... Das hier. Gut. Dazu brauche ich Holz. Habe ich mir jetzt irrsinnig gut gemerkt. So. Nein. Dahin. Und dahin, nein, und dahin, und das hier da, und da. Bam, 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 bam. Ja, schließen. Schön. Das ist ja schon mal gar nicht mal so gut gewesen, aber wir können gleich hier weiter hingehen. Eine Leiter. Dann machen wir nämlich gleich noch die Leiter hier so hin. Nein. 6, 7. 8, 9, 10. Gut, machen wir noch 10 Leitern. Gut, Levelaufstieg. Ach, ein neuer. Ein neuer Spießgeselle. Geselliert sich zu uns. Ausrüsten. Kann man gleich ausrüsten. Wie heißt er denn? Gorazin. Gorazin ist ein Schmied. Schmied. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Aber gibt's sicherlich Täter. Gut, dann kriegt der eine Hacke. Krieger kriegt auch eine Hacke. Und der Kletterer und Fischer. Kletterer kriegt auch eine Hacke. So. Sind nämlich ein bisschen effektiver, die ganzen Jungs. So, neue Aufgabe. Was haben wir denn? Eisenarbeiten. Töte 10 Skelette. Ja gut, es ist gerade Nacht. Es wird demnächst soweit sein. Ich könnte natürlich hier mal... Weil dieser Weg wird langsam ein bisschen... Arg weit. So, machen wir das mal weg. Machen wir das wieder hin. Ah, halt. Moment, ist das hier eine Höhle? Lassen wir es erstmal so. Bam, 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 bam. 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 Ah, guck mal, hier unten ist Eisen. Halt, lassen wir das auch erstmal weg. Bam. Bam. Ah, nee, hier ist kein Eis. Hier ist keine Höhle. Erstmal. Doch, hier kommt. Ah. Gut. Oh, Monsters. Bauen wir hier mal eine Leiter hin. Aha. Schließen. Ich habe jetzt halt nur eine Keule und ja. Habe ich aber auf jeden Fall schon mal 3, die dagegen kämpfen. Das ist deutlich besser als das letzte Mal. Und hier seht ihr jetzt Skelette getötet. Ja. Ich weiß nicht, wie man durchkommt. Dann eben nicht. So, hier machen wir auch noch eine Leiter hin. Können die hier direkt durch. Auch nicht schlecht. Dann steht er hier. Siehste mal, so. Nein. Ah, guck mal. Was haben wir hier? Buch des Bergarbeiters. Cool. Wie sie meckern.
Gut, das weiß ich aber nicht. Haben wir jetzt schon... Stein... Stein gehabt oder nicht? Heide! Neue Kreatur. Großer Zombie. Ah, okay, das war ein großer Zombie. Riesenameise. Höhlengespenst. Ein Kobold. Eine Larve. Ein Skelett. Skelett mit Schild. Skelett Bauarbeiter. Ein Geist. Eine Schnecke. Eine Eulenkatze. Weder Katze noch Eule. Eine Riesenzecke. Frosch. Scholisk, ein Wildschwein, Huhn, Schaf. Gut. Gut, aber jetzt schauen wir mal, wo sind wir denn hier unten? Boah, schau dich den Scheiß an. Nee. Nee, da will ich jetzt noch nicht hin. Aber hier kann man mal ein paar Leitern bauen. Goblindorf. Oh je, sechs Stück kommen da. Da bin ich mal gespannt. Und schaffen wir's? Meine mutigen Krieger haben die Feinde Schippe. Boah, kann man die gleich auch angreifen, oder? Komm, Leute. Alle vorwärts, vorwärts. Wir töten sie, jawohl. Komm, die Königin muss sterben. Levelaufstieg, Level 6. Ah, ein neuer Captain Carlo. Verbessere das Portal mit dem geeigneten Rezept. Okay. Nö. Aber Aufgaben haben wir jetzt eigentlich noch genug, ne? Ah, da hat es ganz bis da runter gebaut. Gut. So, aber jetzt kümmern wir uns wirklich mal um meine Ausrüsten. Achso, halt, ich muss ja noch. Der neue heißt Hanne. Achso, ja. Fertigen. Ein Fertigen. Gut, dann krieg nämlich ein paar hier wenigstens auch mal so eine Steinaxt. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Und was wollte ich denn? Nein, das wollte ich nicht. Kann ich das fertigen? Nee. Was wollte ich denn jetzt? Na, da. Genau.
Ja. Hab ich. Okay. Läuft bei uns. Gut. Ausrüsten. Ausrüsten. Ein Tischler. Ein Tischler braucht eine Axt. So. Ein Schmied braucht eine Axt. So. Ein Müller braucht eine Axt. So. Eine Axt. So. So. Frerin kriegt jetzt halt keine Axt. Läuft bei dem nicht. Was ist? Ach was, die haben es wirklich kaputt gemacht. Cool. Ich habe das Feindeslager geplündert. Ihr Schweine. Cool. Dann kann man hier gleich. So. So. Oh, lasst uns fleißige Handwerker sein. La 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 la. Ihr seht schon, irgendwie hat es ein bisschen was von. Ein bisschen was von Minecraft hat es so. Minecraft in 2D so ein bisschen. Also ich find's geil. Ich find's richtig cool. Macht richtig lang. So, aber trotzdem müssen wir jetzt langsam mal schauen, dass wir das. Oder sollen wir hier das Haus hinbauen? Jetzt lasse ich die Leute erstmal hier ein bisschen sich. Ein bisschen basteln. Boah, es sind halt auch viele, ne? Schau mal. Voll der Megaschwarm. Da will ich auf jeden Fall nicht hin. Da will ich nicht hin. So, jetzt könnte ich natürlich hier schon eine Erde hin. Dann das auch abbauen. Okay. Sich beschweren, oder? Lustiges. Treibsand oder was? Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee. Oh, nee. Alle fallen sie runter. Wer kommt? Wer? Wer oder was? Buch des Tischlers, cool, ich hab doch einen Tischler. So. Noch nicht rund. Ja, sind halt ein bisschen tollpatschig, die ganzen Jungs. Die ganzen Jungs-Mädels. Töten die denn da immer? Ach, Schnecken. Okay. Die töten da Schnecken. Kobold-Anführer. Dieser Anführer steigt die Moral, feindet die Kreaturen in der Nähe, indem er den Trommeln schlägt. Zombie, diese absurden Kreaturen tauchen nach Sonnenuntergang auf. Sie werden von Hunger und Hass angetrieben und sind vor allem in Gruppen gefährlich. Seid auf der Hut. Ah, Zombie! Ungott! Zombie down! So, aber jetzt müssen wir gleich schauen. Kann ich hier irgendwie schon wieder was. Ja, da brauche ich jetzt noch nichts. Ach, das wollte ich doch so machen. Bitte. Eisenerz.
Stein. Bam, bam. Holz. Bam. Bam. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir eine Spitzhacke. Die machen wir gleich auch. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, ein paar Spitzhacken. Da und das da. Gut. 1, 2, 3, 4. Brauchen wir eigentlich schon. Rucksack wäre cool, ne? Aber brauche ich Seile. Mann. Mann. Was gibt's hier? Furniture. Einen Tisch. Ah, bauen wir einen Tisch, komm. Mann. So, so. Und so, bam, bam, haben wir zwei Tische. Können wir sicherlich auch gleich noch ein Bett bauen. Ein Blätterbett, Blätterbett. Eins, zwei und ein bisschen Holz. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir vier Betten. Ja, siehst du mal. So, dann können wir hier bauen. Auf jeden Fall mal das Totem. Was muss ich machen, um das Totem bauen zu können? Verstehe es nicht. Kann das nicht bauen? Ach, ich habe ein Totem. Okay. Läuft bei mir. Holzrüstung. Ah, ist klar. Was haben wir hier? Ah, guck mal. Kochtopf. Kann man einen Kochtopf bauen. Da. So, bam, bam. Hat er gebaut? Hat da. Gut. So. Dann stellen wir doch mal das Totem einfach hier hin. So, mal das Totem bauen. Nö. Solange wir soweit sind. So, übrigens ist hier dieser rote Punkt, der zeigt irgendwie was über diesen Wohlfühlfaktor aus und zeigt halt den Wohlfühlfaktor an. Was haben sie denn? Ach, die diskutieren hier. No, rum. Gut. Bam, bam, bam. So. Machen wir nicht hier gleich wieder alles zu. Zu ist gut und gut ist gut. Gut, dann machen wir hier auch ein Treppelein hin. Nein, da ist nichts. Oh, Ritter! Skelette im Angriff, Modus hier. Ja, die sind halt echt immer so fit. Aber zum Glück sind wir viele. We are Legion. Wir sind viele. Schön. Haben wir jetzt getötet. So. Ach Leute, es läuft ja richtig schön geradeaus hier. Automaton. Kein Komfort. Ah, Komfort. Nicht Wohlfühlfaktor. Komfort. Ja, das ist Komfort. Machen wir doch das mal hier weg. Wo kommen die eigentlich her? Ach, die. Ah, hier ist der Shop. Schau mal. Schaut mal. Hier ist der Shop. Gut. Dann würde ich nämlich sagen, hier oben, das machen wir noch so. Und dann machen wir hier mal so. Da kommen nämlich hier, ich hoffe mal, keine. Keine Dings mehr durch. Keine Skelette. Und ohne Skelette. Was ist das? Ein Huhn. Ein Horn. So. Also hier, wie gesagt, hier will ich mein Haus bauen. So ein bisschen. So. Kann ich das nämlich hier so hinbasteln?
Und dann habe ich hoffentlich ein wenig Bollwerk gegen Angriffe. So. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, würde ich sagen, bye bye, meine lieben Freunde. Ja, und danke fürs Zusehen. Und ihr seht schon, man hat noch viel zu tun. Und hier gibt es richtig noch Action. Deswegen, ja, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Craft the World. Mit mir, dem Darky Priest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.